Du machst dich klein und gehst an den See. Ah, wir kennen nicht nur einen See. Ah! Warte mal, wir können doch auch noch als Erwachsener zum See gehen, wegen der Sonne da schießen. Meinst du den See? Die Glatze glänzt wie Zuckerguss. Könnte auch ein guter Song sein. Ach, da kriege ich also anscheinend irgendeinen Alt. Okay. Kann ich alle Spinnen sammeln? Okay, also. Du machst dich klein und gehst an den See und dann ist Erwachsener. Welchen See meinst du denn? Kann ich nicht einen Song spielen? Damit ich doch. Das ist immer alles, wenn man das nur einmal hört und dann nicht mehr macht. Ich hab doch eigentlich ein Lied, womit ich direkt. Ist es das? Oben, rechts, links, oben. Komm ich da nicht sofort zur Zitadelle der Zeit? René, ich grüße dich, wie geht's dir? Ich weiß aber gar. Achso, Zitadelle der Zeit, ja. Ich weiß aber gar nicht. Zitadelle der Zeit, ja. Was für ein See meinst du denn? Wir haben ja mehrere Seen. Sehr gut, und dir, mir geht's auch gut, danke deiner Frage. Ich weiß nicht, welchen See du meinst. Margotsee, da gehen wir hin. Wir zünden ihn an. Hühlersee. Kann ich das hier reinstecken? Von der Seite? Man kann nur von einer Seite sein Schwert hier reinstecken. Das ist ja komisch. Hühlersee. Fun Fact, der Sonntag in 2 Wochen ist mein letzter Freitag überhaupt und zudem auch mein Geburtstag. Muss hier gefeiert werden. Warum? Also, wenn ich jetzt ein riesengroßer Influencer wäre, wird's auf jeden Fall Shirts geben mit Nieder mit dem Morgosee und dann so Pepe wieder mit der Fackel hier drin. Und in dem Morgosee ist noch ein Krog. Würde ich dann vermutlich 40 Anzeigen von Nintendo bekommen, aber ich würde's tun. Ja? Einfach, weil ich's kann. Einmal. Wir drucken dir eins. Ja, das wäre halt todesfunny. Das wäre super witzig. Dup, dup, dup. Hat, Hut? Hä? Ja, jetzt müssen wir laufen, ne? Ja, wir müssen laufen. Ach, oh Gott. Henboy, ich grüße dich, wie geht's dir? Schön, dass du wieder reinschaust. Wir können da vorne nicht raus. Aber ich kann auch einen Song spielen. Kann ich ihn auswendig? Ich glaube, ich mache mir mal einen Zettel, dass ich nicht mehr jedes Mal hier rein muss. Ach, Hymne der Zeit ist es oder Hymne der Sonne? Rechts unten oben. Schau mal, was wird. Ja, da laufen, sag, du wirst dich ärgern. Exzentrik, vielen Dank für den Support. Ah, richtig, first try. Oder uns an der GC zu finden. Also, wenn ihr mit einem Morgosee-Shirt kommen würde, dann wäre schon echt epic. Ich werde mich ärgern. Wir könnten auch noch ein paar Erbsen kaufen, ne? Lang lebe Prinzessin Zelda, jawohl. Mir geht's gut, wie geht's dir? Mir geht's auch gut, danke, nachvergehen wollen. Aber wo ist denn. Wie komme ich denn hier nochmal zum zum Hyliasee? Da unten ist er, im Süden. Okay. Hier rechts, ne, unten. Warum sagst du rechts? Hast du eine Rechts-Unten-Schwäche? Der ist unten, ne? Irgendwann müsste auch hier der Postbote rumlaufen, mit dem wir ein Rennen machen können. Irgendwann kommt der. Als Kind konnte ich die Songs auch auswendig, ja. Da habe ich auch mal gelernt kurz, damit ich nicht jedes Mal da rein muss. Aber jetzt heute irgendwie so, das ist so eine Nebensache, wo mein Kopf sagt, nö, Marco, brauchst du nicht.
Ich gehe jetzt nach unten, Birgit, ne? Warum sagst du rechts? Ich verstehe nicht, warum du rechts sagst. Wenn du zum Healersee mit mir willst. Da ist der. Rechts, ah, okay. Ja, rechts, links. Ich habe in meiner Fahrprüfung eine Seite mit Rot anmalen für rechts und die andere für links. Irgendwann wird das noch was. Irgendwann klappt das. Fraud. Die können wir bestimmt auch irgendwann besiegen. Können wir vielleicht auch jetzt schon, aber... Warum? Digga, Karol, ja, mach das! Viel Glück wünsche ich dir. Schönen Abend noch. Fraud. So, als Kind gehen wir hier hin. Hallo Kleine, ich grüße dich. Wie geht's dir? Schön, dass du wieder reinschaust. Wie war das denn hier nochmal? Sind wir denn hier nochmal rüber? Hä? Boah. Fraud! Da ist eine Leiter. Da ist eine Leiter. Ah, okay. Geht so, wie es bei dir. Kleine, was ist los, wenn ich fragen darf? Mir geht's gut. Hier Bombe legen Mittag circa in der Umzäunung. Müsst ihr nicht auch mal Controller wackeln? Hallo Patricia, einen wunderschönen Abend. Wie geht's dir? Alles in Ordnung? Hüt? Rechts ist richtige Rechts. Ja, das war ich bei dir nicht, ne? Vielleicht bin ich das richtige Rechts, auch das falsche Links. Ich blick da nicht mehr durch. Als Kind waren wir hier schon mal kurz. Kurz. So, dann lass mich erstmal ein bisschen, also, nichts sagen jetzt hier. Mir wurde nur gesagt, geh mal hier hin. Ein Herz, da will dir winken. Das hört sich gut an. Wir gehen erstmal, lass mich erstmal hier ein bisschen schauen. Ein bisschen schwimmen, ein bisschen hochjagen. Ein bisschen kaputt machen. Ich habe da vorne schon gesehen, das ist eine Leiter. Aber da müssen wir irgendwie noch einen höher kommen. Wir können von den, als Kind, ja, nichts nehmen. Yo. Merken. Hier kommen wir als Erwachsene hoch. Ja, noch nichts sagen, ne? Also lass mich ein bisschen erkunden. Biele. Ich habe hier keine Enten gesehen. Was hat der Brill denn hier nochmal zu sagen? Hallo! Ich bin gerade dabei, das Wasser aus dem Hühlersee mit einigen seltsamen Substanzen zu vermischen. Vielleicht hast du ja schon mal mit Assa, der alten Frau in Kakarikos Hexenladen, gesprochen. Die hat viel von mir gelernt. Danke, Birgit Zuppi. War heute mit den Kindern in der Kletterhalle. Ob jetzt sich keiner verletzt. Ja, mir geht's gut, danke an der Frage. Also, Mittagszeit da hinten. Eine Bombe hinlegen, Herzer bekommen, wichtig. Aber es könnten Enten da sein, wenn du so rufst, nur wenn sie Hunger haben. Ja? Nur hungrige Enten kommen dann. Da hinten ist wieder so ein komischer Stein. Da runter, nee. Da hinten ist die Olle, die bringt uns wieder zurück. Darüber würde ich jetzt nicht gehen, weil... Da waren wir ja schon beim letzten Mal. Keiner verletzt. Oh Gott sei Dank. GG, sehr gut. Können wir da hinten was mit dem Feld machen? Das sind ja nur Vogelscheuchen oder so, ne? Ja. Haben die uns angegriffen? Wir reden. Ich bin Biro, das musikalische Vogelscheuchen-Genie. Wenn ich ein Lied einmal gehört habe... die wollten einen Song haben. Sehr gut, Alina. Sehr, sehr gut. Ich bin besser die Vogelscheuche. Ich wünsche, ich könnte reisen, um herzergreifende Lieder zu hören, aber ich stecke hier fest. Puh. Maddox, ich grüße dich. Wie geht's dir?
Hallo Jackie! Alles in Ordnung bei dir? Okay, Birgit. Sag mir Bescheid. Willst du, dass ich hier Lieder spiele? Gut, dem geht's auch gut, danke Nachfrage. Sehr nett von dir. Hirn einschalten. Hä? Wieder zack, also, was sagst du gerade? Hirn einschalten. Hören. Ich bin Biron, das musikalische Vogelscheuchen-Genie. Wenn ich einmal ein Lied gehört habe, vergesse ich es nie wieder. Ja, schön. Ach, Horizon. Ah, cool. Spielst du das ganz schön den ganzen Tag? Ich habe vor einer halben Stunde angefangen zu streamen, circa. Wir sind jetzt seit 10 Minuten dran. Aber ich spiele das jetzt hier im Stream zum 5. Mal. Also, nicht zum 5. Mal durch. Oh Gott, wie erkläre ich das denn? Also, das ist der 5. Stream in dem Spiel. Hallo, Raven. Wie geht's dir? Süßer, sagt Biron auch noch. Okay. Also, was bringt es mir denn? Also, er vergisst das nie wieder. Das heißt, ich kann ihm ein Lied beibringen, wenn ich als Erwachsener hingehe und das gleiche wieder vorspiele. Oh, ich tue die Traumraven. Zeig den Ding dein Ding. Wow! Du hast eine Ocarina. Hey, warum flötest du mir nicht was vor, Süßer? Ich dachte, da kommt noch was. Woher soll ich jetzt wissen, welches Lied er haben will? Ich glaube, das ist... Epona will nicht feiern. Rechts unten oben. Erfinde deinen eigenen Song. Denk dir was eigenes aus. Okay. Naja, nicht so schlecht. Ich werde die Melodie im Kopf behalten. Ich kann mir jedoch höchstens 8 Noten merken. Also für heute, lass gut sein, Süßer. Okay. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Okay, ich komme gleich wieder. Ich gucke mich so durch. Alles klar, mach das Mittagsbus gleich vielleicht. Zum ersten Mal seit Weihnachten wird es hier wieder muckelig warm. Ich glaube sogar aus maximaler Einstellung. Ach cool, das freut mich, Jackie. Hast du sagen wir ja, links, unten, rechts, oben. Links, unten, rechts, oben. Ja. Dachte mir schon, also mir war schon klar, dass ich als Erwachsener hingehen muss, um das wieder zu spielen. Oh doch, oh doch. Mach dir bitte einen Clip. Aber du kannst jetzt ein paar Stellen, eine Vogelscheuche mit dem Lied. Jetzt muss ich nur noch, nicht erzählen, nur noch herausfinden, woran ich erkennen kann in der Zukunft, ob da eine Vogelscheuche spawnen kann. Und wow, Zoll, vielen Dank fürs Folgen. Bravo ist in Ordnung, ich wäre nicht drauf gekommen, wie auch. Devin, ich grüße dich. Oha, Sarah. Und danke für den Support, Zoll. Dankeschön. 25 sieht total süß aus, wird dann absolut auf einer Wellenlänge und so ein bisschen gewessen. Hoffentlich was Gutes. Müssen wir nochmal was spielen für den Breher? Ich vermute, okay. Ocarina of Time ist das beste Spiel. Eins der besten. Safe. Safe. Eine wunderschöne Melodie. Sie geht richtig ans Herz. Einfach schön. Ich bin jetzt sicher, bei der anderen kannst du Hymne des Sturms spielen, bin mir sicher. Was? Stopp! Wenn dir ein schönes Lied einfällt, komm her und spiel es mir vor. Mach ich. Gerne. Eieiei. Mittags willkommen zurück. Hallo Senses, wie geht's dir? Danke für den Support.
Ich habe dir einfach mal ein wunderschönes Spiel, Lied vorgespielt. Kann die den Song nicht? Hat man das nicht rausgehört? Gut, mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. So, Hymne des Sturms. Unten oben. Tja, dann kommt nichts mehr, ne? Da passiert nichts. Mag ich mir gerade meine eigene Schlucke verspuckt wegen dir? Sorry. Huch. Ich muss das Lied noch verarbeiten. Sag mir bitte, wenn Song, wie ihr den Refrain fandet, ja? Ach, bei dem anderen Dreh. Unten oben. Kann es sein, dass ich dem jetzt schon wieder das nochmal vorspielen muss, weil er das alte gelöscht hat? Ich mach das lieber mal, ja? Okay, das geht nicht. Nee, hab ich nicht gespielt, Udo. Das hätte ich auch noch gemacht, immer als großer, dem das vorgespielt, aber Hymne des Sturms wurde eben vorgeschlagen. Blackfinger ist folgen. Dann hast du alles. Soll ich jetzt wieder groß werden, Birgit? Banana. Dann als groß, okay. Bodenlos. Kannst du mal alle meine Entchen singen? Also im Allgemeinen bin ich der Lyriktechnik ganz weit vorne. Aber ich glaube, mich singen zu hören, ich glaube, mit den Fingernägeln über eine Kreidetafel zu gehen, ist angenehmer. Hier ist doch was davon, habe ich die Bohne gemacht. Ich war auch schon auf dem See und habe mir die Flasche geholt. Blecke danke von Support. Was meinst du noch, Mario? Jetzt kannst du zurücklaufen und mal in die Wüste rechts vom See. Okay. Angeln habe ich auch schon gemacht, habe ich auch den größten schon rausgeholt. Heikes Stimme ist die beste. 90% der Taubstimmen sagen das, ja. Richtig. Da haben wir den Großen rausgeholt, genau. Letztlich bei dir eingeschlafen. Ja, aber nur weil du müde warst. Nur deswegen. Ja, danke, Lomaro. Das, ja, Thunder. Thunder. Also. Und. Ich nenne dich einfach mal Zikri, ja? Es ist schwierig, den Namen auszusprechen. Danke für den Support. Man kann die irgendwo random droppen lassen. Ich habe mich hier eben auch schon gefragt, wo ich die droppen lassen kann. Und wenn das überall funktionieren sollte, ja, okay. Nimm das Kompliment an. Dankeschön, es geht runter wie Öl. Du hast eben geschlafen, Alina. Frech. Also, wir gehen jetzt gleich mal kurz in die Wüste. Und mir wurde gesagt, hier kann ich, soll ich irgendwo eine Bombe legen? Am Nerven nicht ansatzweise, nein. Nicht ansatzweise. Das ist ein Scherz, Lomaro. Das sollte gar kein Song sein. Das ist einfach passiert. Feuertempel brauchst du, um eine Kiste zu bekommen. Stark, Feuertempel haben wir durch. Aber müssen wir eh nochmal rein, weil ich den Feuertempel beendet habe. Ohne Karte. Und bei 100%, ja. Müssen wir nochmal in den Tempel reingehen und die restlichen Items holen, ne? Komm ich hier eigentlich raus? Komm ich hier raus? Was macht man eigentlich, wenn man... Folge und danke für den Streak. Warum voll groß? Hier vibriert's auch. Hier kracht's. Es vibriert hier gefühlt überall. Lol, okay. Okay. Und Spinnen finden auch noch genau, ja. Oh, der hat wieder so ein unmoralisches Angebot, was wir eh nicht kaufen wollen. Kann das sein? Ich bin bezwungen, verschone mich. Und ich werde dir ein Herzteil kostet 10 Rubine. Das ist ein Schnapper.
Ja, ja. Der Ehrenbrie. Alle Kollegen von ihm sind absolute Scammer. Kompletter Scam, was man nicht braucht. 20 Nüsse für 500.000 Rubine. Und er gibt uns ein Herzlein für einen Zehner. Und gibt nochmal beim Eintauchen 3 zurück, Jungs. Wahnsinn. Die sind schon echt oft unmoralisch. So ist es nicht, ne? Kann ich denn jetzt hier noch... Ist hier noch eine Leiter? Ich muss mich jetzt teleportieren, kann das sein? Nüsse sind gesund. Ja, erstmal hier die Dekonüsse. Willst gar nicht wissen, woher, wo die abgefallen sind. Man kann hier einfach drüber klettern. Hey, Kitz, ich grüß dich. Wir gehen in die Wüste. Über den Zaun, das wäre viel zu einfach. Ich hab's gemacht. Warum ist hier ein Loch? Warum ist hier ein Loch? Wir müssen wieder irgendwas kaufen. Wir haben 198 von 200 Rubinen. Und mir fehlt noch eine Spinne, um meine Geldbörse zu erweitern. Da fehlt noch was. Warum liegt hier Stroh? Warum ist eine Maske auf? Und Marvi, vielen Dank fürs Folgen. Vielen Dank. Aber leider hat den Scheiß verkaufen, sind nicht alles so. Und Zikri. Ich sag einfach mal Zikri. Sei nicht böse, sonst sag mir, wie ich dich nennen soll. Auch an dich, vielen Dank fürs Folgen. Waren wir schon mal in der Wüste? Wir waren noch gar nicht in der Wüste, ne? Ich habe noch gar nicht alles abgeklappert. Oh mein Gott, müssen wir eigentlich... Nicht dein Ernst, Bürger. Das ist rechts. Ah, Henry. Oh, das krieg ich hin. Das krieg ich hin. Biene. Gar nichts. Kriegst du dich eher? Du hast gesagt rechts, also bin ich rechts. Oh Gott, das out of context ist es auch nicht... Auch nicht so clever zu sagen. Bisschen Mana. Ich glaube, ich muss hier mal systematisch tagsüber jeden Baum abklappern und gegenrollen, ne? Okay. Ich bin... Na, also... Ich gehe jetzt auf der Karte Richtung links, okay? Hier brauchen wir einen Hammer. Ah, okay. Im Südosten Hammer. Alles klar. Eine Brücke habe ich noch nicht repariert. Ne. Das haben wir doch nicht gemacht. Aber wir gehen einfach mal jetzt mal nach links. Und dann schauen wir mal. Pone als Erwachsener, ja. Soll ich sagen, wie man erkennt, ob die Vogelscheuche spawnen kann? Weil vorher meinst, sag doch nicht. Gib mir die Chance, das irgendwie so selber zu erraten. Also, nur mal, ich habe das Problem nicht. Birgit ist verwirrt. Ist absolut verwirrt. Der Zaun ist zu groß, ne? Nevermind. Gibt's hier Fallschaden? Können wir irgendwas hochjagen? Hier waren wir doch gar nicht. Waren wir? Hier waren wir doch nicht, ne? Wir sind doch gar nicht lang gegangen. Ich bin mir sehr sicher, Lomaro, ja. Ja. Links und rechts kriege ich hin. Steht denn hier drauf? Wo gehen wir denn hin? Gerudo-Tal. Gut, ich bin Duden. Jackpot, lass dich schmecken. Ne, ne, hier waren wir noch nicht. Gute Musik. Oh, hier gibt's auch ein Minispiel, da muss man sich unglaublich beeilen. Entweder mit der Zwille oder mit einem Bogen. Wenn ich das hier, erinnere ich mich sofort daran. Das ist ein absoluter Banger, der Song.
zerfetzt. So, mit dem Huhn kommen wir rüber, denke ich mal. Ach, die ist gar nicht kaputt. Wir brauchen das Huhn nicht. Was steht hier? Klippenspringen verboten, schade Gesundheit. Das ist ein guter Hinweis. Kann ich auch nur echt empfehlen. Ja, ist wichtig. Auch nachts mal umschauen. Na gut. Hinter diesem Tor befindet sich die Gerudo-Festung. Kinder haben hier nichts zu suchen. Ja. Moin, Hunter, ich grüße dich. Wie ist die Lage? Also, doch ein Huhn. Ja, aber das schaffen wir doch nicht, oder? Ja, Kai, ich grüße dich. Wie geht's dir? Was bringt mir das zu? Wir fallen doch runter. Hallo, Puffitzbruder. Kannst du bitte meinen Freund Rainer... Digga, warum kommt man so random hier rein und möchte Drachenlord grüßen? Dankeschön, Alka. Sehr nett von dir. Immer sehr gut. Und bei dir auch. Same, same. Ich kann nicht klagen. Achso, unter dir schauen. Ja. Den Stein, da können wir ihn sprengen. Ich glaube, ja. Jetzt kommen wir nicht rüber. Okay. Na, wie war das los? Spürst du das? Ein eisiger Wind weht vom Zora-Fluss herüber. Nein. Okay. Ach, come on, bla bla, come on. Verschwende nicht unsere Zeit. Mach erst nachts, alles klar. Hat geklappt. So, kurz warten. Oh, warte kurz. So. Wassertempel vermutlich heute, ja, ne? Fangen wir an heute. Ich bin mir sehr sicher. Oh, ist ja das Huhn Selbstmord begangen. Wo ist das denn? Es macht doch noch irgendwie... Wo lebt es? Es lebt nicht mehr. Ich höre dich schon fluchen. Ja, ich glaube schon. Ach, bla bla. Verpiss dich einfach. Das wäre cool. Wieder oben gespawnt. Ja, wir springen jetzt einfach runter. Da müssen wir auch nochmal. Komm, wir spawnen doch eh wieder oben, oder? Wir spawnen nicht oben. Wir müssen jetzt den ganzen Bums hier runter. Auf jeden Fall, René, ja. Wir spawnen nicht oben. Oh Mann. Jetzt sind wir wieder im Hylia-See. Okay. Ja, das ist ja ätzend. Ja, klar. Und Max, ich grüße dich. Wie geht's dir? Jackpot, danke für den Support. Bla 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 bla. Das ist wirklich, was du machst. Das ist echt totes Bla bla. Ciao. Mach's gut. Bis im nächsten Stream. Und danke für den Support, für den View und so. Voll wichtig. Danke. Der Gruß geht raus. Okay. Wenn wir jetzt gleich das richtige links gehen, sind wir auch schnell da. Relativ. Es geht.